In dieser anspruchsvollen Übung möchten wir die Handlungsschnelligkeit schulen. Dazu benötigen wir 16 Hütchen in 4 Farben. Wir bauen die Reihen so auf, dass alle 4 Farben 4-mal vertreten sind, niemals aber in derselben Reihenfolge. In der ersten Runde ist es nun die Aufgabe der Spieler, mit Doppelkontakten durch die Hütchen zu gehen. Dazu ruft der Trainer die entsprechende Farbreihenfolge auf. Diese entspricht der Reihenfolge, wie sie die Spieler sehen, also von ihnen aus Richtung Ziel, wie hier gleich beim ersten Lauf rot, weiß, gelb und blau. Die Spieler sollen nun schnellstmöglich die richtige Bahn finden und in die Aktion starten. Rot, weiß, gelb, blau. Enger die Füße. Weiß. Blau, weiß, gelb. Rot, gelb, rot, blau. Weiß, blau, weiß, gelb. Weiß, blau, weiß, gelb. Weiß, blau, weiß, gelb. Weiß, blau, weiß, gelb. Genau. Blau, weiß, rot, gelb. Gelb, rot, weiß, blau. Das jetzt ausgerufene Gelb, Rot, Weiß, Blau ist nun die genau umgekehrte Sichtweise der Spieler auf deren linken Bahn. In dieser ersten Variation ruft also der Trainer die Farben genau umgekehrt aus. War es eben noch aus Spielersicht von unten nach oben, ist es nun von oben nach unten. Der Spieler muss also schnell erkennen, welche Farbkombination aus welcher Richtung die Lösung ist. Der Trainer wechselt dabei immer wieder die Sichtweisen der Ansage, mal von oben und mal von unten. Blau, weiß, rot, gelb. Gelb, rot, weiß, blau. Genau. Gelb, weiß, blau, weiß. Rot, gelb, rot, blau. In einer weiteren Variante kommen nun auch die Sidesteps hinzu. Einmal von links nach rechts, dann aber auch von rechts nach links und natürlich auch die zwei Diagonalen, die sich in diesem Feld ergeben. Die Reaktionsfähigkeit der Spieler und das Training für die Augen, schnellstmöglich die Lösung zu finden, sind hier ganz deutlich im Vordergrund. Hinzu kommt der Stressfaktor und der Druck, die richtige Entscheidung zu treffen. Eine wichtige Übung also, um Spieler auf hohem Niveau zu schulen. Weitere Steigerungsmöglichkeiten sind auch hier möglich. Gerade im kognitiven Bereich kann diese Übung noch vielfach ausgebaut werden. Weiß, rot, rot, blau. Gut. Weiß, gelb, gelb, gelb. Rot, gelb, rot, blau. Weiß, weiß, gelb, blau. Rot, gelb, rot, blau. Rot, gelb, rot, blau. Rot, gelb, rot, blau. Weiß, gelb, gelb, gelb.